Hallo, ihr Quirlinge! Der Ex-Alp, die Bestie von Xakur, ist am frühen Morgen mit Duras am kleinen Lager aus mehr oder weniger fast heiterem Himmel, fängt es an zu nieseln. Mhm. Ja, ich bin weiter unterwegs auf meiner Erkundungstour durch Edan. Ich habe mich ja immer an diesen Straßen orientiert. Diese Fläche habe ich schon, die da habe ich schon, die da habe ich schon. Jetzt ist die Fläche hier da dran, wo das kleine Lager drin liegt. Und da habe ich hier diese Ecke mir auch schon angeschaut. Ich gehe jetzt nochmal hier dahin, wo diese Straße endet, diese große Autobahn oder diese Schnellstraße. Und dann geht es hier nochmal auf dieser Insel entlang und dann hier hinten die ganze Ecke nochmal. Sollte nicht so lange dauern, weil ich das kleine Lager mir ja schon intensiv angeschaut habe. Und ja, das Räuberlager, das Banditenlager hier oben, das ist gar nicht mehr in dieser Fläche drin. Also das muss ich gar nicht mehr umgehen. Wobei, vielleicht, wenn ich dann hier in die Fläche reinlaufe. Aber das ist alles Zukunftsmusik, also kommt ungefähr in 10 Minuten. Ich habe mir neue Pfeile gekauft, 150, im Laden von Sindar. Und auch hier die Nacht verbracht, deswegen ist er halt wieder heile. Ich habe auch Fleisch gebraten. Und jetzt geht's, wie angekündigt, hier hinter. Was ist hier eigentlich passiert? Hier ist irgendwas runtergefallen oder was? Blutspritzer, Igitt. Hm. Wächst hier irgendwas Schönes? Habe ich hier wertvolle Ressourcen? Irgendwo. Ah, hier unten war ich ja schon. Hier war der Hornwolf, letzte Episode. Und hier ist das Ende dieser Schnellstraße. Hier muss ja irgendwann mal eine richtige Brücke gewesen sein, und zwar eine große, wenn das hier so weiterging. Die war sogar beleuchtet. Das war eine belgische Autobahn. Ja, ich nutze nach wie vor immer die Straßen als Begrenzung, wobei diese Straße hier, die ragt da hier so ein bisschen rein, also die ist nicht ernst zu nehmen. Das hier ist die Begrenzungsstraße, was aber auch keinen Unterschied macht. Da wächst was, das pflück ich mal gerade. Achtung, hier war ich noch nie so richtig in der Ecke. Da können es Hornwölfe geben. Kritter oder sonst irgendwas. Oder diese seltsamen Raptoren, die habe ich lange nicht gesehen. Da hinten ist, glaube ich, dieser komische Troll oder was auch immer das ist. Ich glaube, den sollte ich auch erstmal umgehen. Genauso wie die Steinklaue, die ich vor einigen Episoden oben in den Bergen bei Goliath entdeckt habe. Da habe ich auch mal kräftig drauf geklopft und es hat gar nichts gemacht. Gar nichts. 0,0. Es hat mich sehr verletzt. Mir wäre es lieber gewesen, es hätte die Steinklaue sehr verletzt. Aber hat es nicht. Und deswegen bin ich jetzt hier aus Depressionen am Blumenpflücken. Da ist der Eingang zu diesem Banditenlager. Wenn die dort alle sind, wie die beiden, mit denen ich mich gekloppt habe vor zwei Episoden, dann gute Nacht. Oh Mann. Nicht dran denken. Da ist ein kleines Beißerchen. Nein, er ist gar nicht so klein. Ich helfe dir. Nicht hacken. Beißer, ich kid. Kralle oder rohes Fleisch? Wie viel Erfahrung gab das? 10? Oh, da ist der. Sag mal, dieser Hornwolf. Ich habe an dieser Stelle schon mindestens zweimal einen Hornwolf gekillt, so gefühlt. Auf geht's! Ja, ja. Ich weiß, du bist da. Hier bin ich. Ausdauer wieder da? Jawohl. Ausdauer, Ausdauer, komm zu mir. Aber nicht so nah an diesem Troll. Hey, du Rass. Bist du mit von der Partie? Ist ja irgendwie schön. Oh. So, den Rest machst du mal lieber. Du was?
Ich sagte Duras. Hey! Jetzt klettert er auf die Bewährung. Das gibt's doch gar nicht. Was? Duras? Bitte? Der killt uns wohl beide, oder wie? Was für eine Schweinebacke. Oh, das war bloß ein Hornwolf. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin der begnadetste Nahkämpfer seit Erfindung des Let's Plays. So. Ich brauche was zu essen. Gut erhaltene Konservendose Gesundheit plus 7. Das kann doch alles mal weg, oder? Die brauche ich doch nie wieder. 1, 2, 3, 4. Und die Getränke sollte ich behalten. Wasser und Wein, das ist alles für Alchemie gut. Setzerbrot. Gesundheit 6. Das gebratene Fleisch echt ganz weit vorne. Noch zwei davon. Das braucht jetzt eine Weile zum Hochheilen. Habe ich nicht geplündert, habe ich. Also hier habe ich gefühlt schon zum x-ten Mal einen Hornwolf platt gemacht. Ich erwarte übrigens ein bisschen, dass wenn ich hier in den Kapiteln voranschreite, ich nehme an, hier gibt es auch Kapitel. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Ja, du sagst es. Dass ich dann auch wieder neue Gegner überall habe, oder? Das war doch bisher immer so in solchen Spielen. Ich wollte mir doch was anschauen. Ich wollte hier auf dieser Insel nochmal bis zur Brücke und dann hier hinten diese ganze Ecke. Hat den Vorteil, dass ich dann diesen hässlichen Troll da umgehe oder was auch immer das ist. Ich will es gar nicht so genau wissen. Das Vieh kriege ich garantiert nicht tot. Das lässt mich seine Körpergröße glauben. Nein, andersrum. Seine Körpergröße versichert mir und schwört mir und verspricht mir hoch und heilig, dass ich das Vieh nicht reinkriege. So, in diesen Silos, da gibt es ja manchmal unten einen Eingang, aber nicht in diesen hier. Was machst denn du da, Duras? Hier bin ich. Hier unten kann man zum Beispiel rein. Da war ich doch schon mal drin. Nee, war ich nicht. Wolfskraut. Hier sind auch noch mal Schlafgelegenheiten. Na gut. Aber doch, hier oben bin ich auch gewesen, richtig? Ich habe Duras verloren. Klasse. Und? Ich brauche noch was zu beißen. Da ist er wieder. Noch eins höher? Ja. Da ist nichts Wichtiges mehr. So, ich müsste jetzt hier runter. Das ist meine Fläche. Da irgendwie lang. Da unten wächst was. Ja, das Banditenlager, das wäre eigentlich voller Ressourcen. Das weiß ich, aber was soll ich machen? Da muss ich erst einen Panzer finden und reparieren, bevor ich mir das anschauen kann. Da unten ist der Eingang zu diesem Keller da. Da war ich aber auch schon drin. Da dürfte nichts mehr sein. Und hier sind wir gemeinsam langmarschiert, Duras. Erinnerst du dich? Das war noch Zeiten, als du mich nach Goliath geführt hast. Ist noch gar nicht so lange her. Und wie viel stärker ich seitdem geworden bin. Hihi. Ja. Das lasse ich mal so stehen. Bitte keine gehässigen Kommentare diesbezüglich. So, hier. Die Ecke. Die gehört zu meiner Fläche dazu, die ich mir anschauen möchte. Unter den Brücken ist wie üblich gar nichts. Und der Regen nervt mich. Aber ohne Regen keine Setzerbrote und keine Kräuter. Wobei die Setzerbrote jetzt nicht wirklich so viel Heilung bringen. Ich glaube, ich sollte eher dann ein bisschen bessere Gerichte zubereiten. So Drüsensuppe und so Kram. Aber dazu bräuchte man Drüsen, die ich nicht habe.
Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Viecher, die ich bisher gekillt habe, seitdem ich Tiertrophäen 1 habe, ob die Viecher einfach alle keine Drüsen haben oder ob man mit Tiertrophäen 1 Drüsen überhaupt nicht entnehmen kann. Ich tippe ein bisschen auf Letzteres. Denn ich habe ja doch schon einige verschiedene Sachen mir angeschaut und einige verschiedene Gegner geplättet. Hornwölfe waren dabei. Es war dabei. Lass mich überlegen. Kritter, große und kleine Beißer waren dabei. Auch diese Raptoren waren dabei. Bei den Banditen im Lager gab es die ja. Also in ihrem nicht vorhandenen Lager. Jetzt bin ich schon irgendwo anders. Jetzt bin ich in der alten Fläche. Stimmt, hier war ich schon. Also ist da alles abgegrast. Oder auch nicht. Das kommt mir gerade so unbekannt vor. Ach, hier. Heilpflanze. Also so ein paar Rezepte wären echt nicht schlecht. Aber wenn ich dazu halt irgendwelche Sachen brauche, die ich erst mit mehr Trophäen sammeln finden kann oder ernten kann, dann nützt mir das wenig, weil dazu muss ich meine Attribute noch halt mächtig nach oben bringen und das ist schwierig. Die gute Sinda hat auch noch was in ihrem Laden zu verkaufen. Ich bin irgendwie völlig falsch. Was ist das da unten? Das ist wieder ein Hornwolf. Oh ja. Das Vieh mach ich platt. Na, mach mal. Ach, der kann ja spucken. Stimmt, Achtung. Der macht mit seiner Fernkampfattacke eigentlich mehr Schaden als mit seiner richtigen Attacke. Wo bist denn du? Oh, hat mich noch gelöscht. Ich war zu langsam wie üblich. Komm, den kriegen wir. Ausdauer, wo bist du? Ah. Du rast, wenn ich dich nicht hätte. Oh, was bist du für einer? Ein alter Skex. Ah, die waren auch ganz schön garstig. Nee, muss nicht sein. Ich muss mich erstmal orientieren. Irgendwie habe ich gerade die Orientierung völlig verloren. Also, ich gucke jetzt nach Norden. Ich bin jetzt hier in einem Gebiet, in dem ich eigentlich schon gewesen bin. Moment mal, ich habe gerade dahin geschaut. Nach Norden, ja? Das Ende ist jetzt quasi fast oben. Jetzt gucke ich auf die Karte. Mach die Karte aus und gucke nach Süden. Und habe die Maus währenddessen nicht gedreht, ich schwöre es. Das ist ja auch gemein. Es liegt also nicht unbedingt an mir, weil ich ja ständig die Orientierung verliere. So, also die Ecke hier gehört zu der Fläche dazu. Die hatte ich schon. Genau. Ah, aber irgendwie war ich da nicht gründlich. Da habe ich mich den Banditen geklopft. Die war da hinten richtig. Mit denen hatte ich eine kleine freundschaftliche Prügelei. Aber jetzt möchte ich eigentlich genau da wieder rein. Das heißt, ich muss dem Flusslauf folgen. Und unter der Brücke durch. Wo auch immer die ist. Oder der Einfachheit halber hier oben lang. Hier ist gar keine Brücke. Oder? Ich muss einfach nur nach Südwesten. Norden, Westen, Südwesten. Ja. Und dann ist der Troll hier gar nicht weit. Was mache ich mit dem?
Auf keinen Fall darf ich ihn angreifen, während ich nicht voll bin mit Gesundheit. Aber genauso wenig darf ich ihn angreifen, wenn ich voll bin mit Gesundheit. Nicht mit Level 7 und meiner Ausrüstung. Tja. Aber ich würde es ganz gerne mal probieren, einfach nur um zu wissen, ob ich überhaupt Schaden mache. Ich glaube ja nicht, dass ich überhaupt Schaden mache. Bei der alten Was bist du? Ein Junge. Okay, danke. Gar nicht gesehen, das Vieh. Zähne und rohes Fleisch, Junger und Wolf. So. Da ist die Insel, genau. Da drüben war ich jetzt überall, hoffentlich. Da habe ich noch ein paar Sachen gepflückt. Der Regen wird heftiger. Da hinten ist mein dicker Gegner. Da oben ist noch was zu pflücken. Ist zwar schon Nachbargebiet, aber wurscht. Wenn ich es gerade sehe, keine Heilpflanze. Ich bin sehr sicher, dass dieser Dicke auch Fernkampf kann. Der wird irgendwelche Steinbrocken nach mir schleudern. Was war da hinten? Da hinten war gerade irgendwas. Oh, drei Raptoren. Die könnte ich allerdings schaffen. Gemeinsam mit Duras, mit ein bisschen Glück. Wenn das schwache Raptoren sind oder alt oder wie die heißen. Aber der da wäre viel cooler. Speichern! Ich weiß, dass es ein großer Fehler ist. Ah, das ist ein Unhold. Okay, vor dem bin ich ja sowieso gewarnt worden. Das Vieh mache ich platt. Das machst du nicht platt. Selten hast du mehr gelogen als jetzt, mein Lieber. Du bist gleich tot. Vielleicht soll ich den Unhold in das Banditenlager reinziehen. Das war's mit Duras. Und der hat nicht einen einzigen, nicht eine einzige Pixelreihe an Schaden bekommen. Komm, ich zieh dich mal zu den Banditen. Komm. Du musst auch kommen, mein Lieber. Du bist ein bisschen langsam, da muss ich warten. Da kommst du. Bin noch da. Das Vieh mache ich platt. Oh. Oh, der kann mir in den Weg schießen. Das ist ja gemein. Laden. Nee, also gut, diesen Unhold, den merke ich mir mal. War ja vorher klar, ich wollte trotzdem nur mal probieren. Okay, dann kann ich jetzt hier auch gar nicht so viel mehr pflücken in meinem Gebiet. Hüpf. Die Raptoren sind schon jenseits, glaube ich. Ja, die sind wahrscheinlich hier irgendwo, glaube ich. Ja, dann bin ich hier mit dem Gebiet, glaube ich, auch fertig, wo das deine Lager ist. Und dann würde ich mir hier, da wo dieser umgestürzte Silo ist, das zählt ja quasi gar nicht. Und dann hier, das wäre das nächste. Allerdings unter Aussparung dieses Banditenlagers. Also komm, Duras, das schauen wir uns an. Immer weiter in Richtung Kleriker. Bei denen ich hoffentlich einige leichte Questen machen kann. Da hinten wächst was, wo der lang tapert. Und da er gerade in diese andere Richtung läuft, kann ich ja mal hier... Was ist denn das hier eigentlich? Rohes Fleisch. Was ist denn das? Wie geht? Ich weiß es nicht. Da lag rohes Fleisch von irgendeiner armseligen, beladenen Kreatur. Was ist denn das hier? Ein Hammer. Kann ich nicht einpacken, schade. Da ist das Banditenlager. Vorsicht, vielleicht hier drüber jetten. Die Banditen sind genauso. Ja, ja. Das liegt am Regen, dass es so dunkel ist. Die Banditen sind genauso gefährlich wie der Unhold.
da sie viele sind. Na, es sind bestimmt mindestens 10. Vergiss es. Da sind auch schon welche. Noch ein Blübelein, keine Heilpflanze. So, hier ist der umgestürzte Silo. So ein Mini-Gebiet nach meiner Kartenaufteilung. Aber ich glaube, hier bin ich schon gewesen. Hier überrascht mich nichts mehr, nee. Nö, kann ich gleich mal abhaken. Angefangen und abgehakt. Hier. Also, jetzt ist dieses kleine Gebiet dran, aber hier will ich dem Banditenlager nicht zu nahe kommen. Das heißt, dieser Fluss so ein bisschen und hier die Wiese und dann die dicke Straße ist die Begrenzung. Da liegt ein Bus oder ein LKW. Mutantenkraut. Da drüben ist irgendwie Tollkraut. Das geht auch noch. Kann ich hier oben was sehen oder finden? Nee, hier gibt es auch noch eine aufs Maul. Vergiss es. Da ist die dicke Straße, hier ist dieser Fluss, richtig. Dann ist der Konverter auch gar nicht mehr weit. Und es dürfte gerne mal aufhören zu regnen. Also irgendwie reicht es allmählich. Was ist hier? Das ist diese Brücke dieser Schnellstraße oder dieser Autobahn. Ist hier was? Warum ist es hier so hell? Es ist zu flach, ich kann da nicht langlaufen und kriechen geht ja nicht. Nee, also. Sieht nicht nach einem Geheimversteck aus. Das hier vielleicht. Nee, da komme ich auch nicht rein. Vergiss es. Da müsste man sich wie in Rissen in irgendwas verwandeln. Nautilus oder so. Dann ging es vielleicht. Wo bin ich hier? Noch in meiner Fläche, jawohl. Aber hier oben war ich auch schon mal. Das war, als ich im Anschluss an die Erkundung des Konverters so ein bisschen gejagt habe. Was heißt Erkundung des Konverters? Ich habe ihn ja nicht erkundet. Ich bin hingelaufen, habe eine aufs Maul bekommen, bin geflohen und habe dann gesagt, das kommt auf die Liste. Und habe mich aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen dazu breitschlagen lassen, Corin zu helfen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das durchziehe. Weil erstmal kann ich ja dann irgendwann im Konverter diese Teile, diese Maschinenteile sammeln und habe dann drei Optionen. Ich kann sie entweder bei Jora abgeben und Corin eine lange Nase drehen. Oder ich kann sie Corin geben. Oder ich kann sie bei Alrik verscherbeln. Das sind die Optionen, die ich gerade sehe. Im Moment hätte ich am meisten Bock drauf, sie bei Alrik zu verscherbeln. Jo, liebe Querlinge, ihr seht, es geht langsam, aber sicher weiter. Also manchmal. Man kann einfach nicht da landen, wo man landen möchte. Hier, Pilze. Hier an dieser Fläche gibt es auch nicht mehr so viel zu tun. Kräuter. Die Gegner, die hier waren, habe ich wahrscheinlich schon größtenteils geplättet. Da hinten ist irgendwo Corin, meinem Gefühl nach. Karte. Ja, da bin ich auch schon fast durch mit der Ecke. Ich werde doch mal hier rechts lang über den Fluss. Aber da ist auch schon der Außenbezirk des Banditenlagers. Bin ich hier richtig? Ja. Hier sollte ich auch nicht zu nah rangehen.
Genau. Da hinten steht einer Wache und das ist nicht gesund für mich, wenn der mich sieht. Und hier waren irgendwelche anderen Barrikaden offenbar noch. Hm. Jo, also bis auf das Banditenlager, was natürlich auf meiner kleinen Karte vermerkt wird, der Karte der noch zu tunenden und zu erforschenden Gegner, oder Gebiete und zu killenden Gegner. Komm schon, du gehst noch. Kretter. Grrr. So. Also, bis auf das Banditenlager, was natürlich noch das Interessanteste ist hier in dem Gebiet, wo ich gerade bin, habe ich ja jetzt alles. Und die Episode ist mehr als lang genug. Da hinten ist Corin, aber der Tag ist noch ein bisschen lang hier im Spiel. Es ist noch nicht so spät. Deswegen denke ich mal, ich bin schon im nächsten Gebiet. Deswegen geht es mit einer Tourenplanung und der Erkundung des nächsten Gebietes, wahrscheinlich dem langen hier, weiter ab dem nächsten Teil. Bis dahin.